Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Grandia 2. Wir sind in der letzten Folge hier in Narnan angekommen, im Heimatdorf von Marek, und werden heute hier so richtig tief eintauchen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie groß dieser Ort ist, aber wir haben beim letzten Mal schon das ein oder andere Gespräch gesucht. Mit den beiden Persönchen hier haben wir zumindest geschnackt. Und ich will jetzt einmal nochmal ganz kurz hier reingehen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber das habe ich jetzt leider. Also es ist immer so, ne? Ich drücke dann auf Aufnahme und dann fällt mir ein, vielleicht hättest du nochmal kurz gucken sollen, ob du beim letzten Mal alles erledigt hast. Warum habe ich diesen Goldfliegel beim letzten Mal nicht gekauft? Warum habe ich den nicht gekauft, obwohl ich jetzt genug Geld habe? Also falls ihr euch jetzt extrem einen abkichert, weil es dafür eine plausible Erklärung gibt, dann ist das so. Aber ich verstehe das jetzt gerade nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen, was ich hier so mache. Die würde ich jetzt aber eigentlich mitnehmen. Habe ich irgendwie noch Geld reinbekommen und das nicht mehr auf dem Schirm gehabt? Was ist mit der Badiche? Wir sind hier gleich weg. Also mich interessiert auch, was hier im Dorf abgeht. Ich wollte nur... Das bleibt ein Mysterium sondergleichen. Ich werde das Ding jetzt mitnehmen, auch wenn ich vielleicht bereuen werde, jetzt so viel Geld liegen gelassen zu haben. Aber gut, das ist das eine. Und dann... Ich will mich hier auch gar nicht zu lange aufhalten. Hiervon habe ich 5. Ich habe nämlich zur Kenntnis genommen die Verwunderung darüber, dass ich hiervon nicht mehr einkaufe. Und wir machen das jetzt mal so. Ich werde noch 2 davon mitnehmen. Denn eigentlich sind mir die Zauber ja eher wichtig. Wobei, wenn man darauf setzt... Ich weiß nicht mehr, wie viel diese Gralsfrüchte gekostet haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man die kaufen konnte. In irgendeinem Laden waren die auch zu haben. Ich glaube, im vor- oder vorvorletzten Ort oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es noch einen anderen Hinweis, auf den ich mehrfach gestoßen bin. Und zwar hieß es, auch wenn ich jetzt meine ganzen SC schon verballert habe, wobei ein bisschen ist noch was über, ein bisschen ist noch übergeblieben, dass ich bei Ryudo mal... Ah, ich glaube, darauf wolltet ihr anspielen. Und wenn ich schon wieder lese, alle Feinde, dann leuchten meine Augen. Ultimativ esoterisch, beste Beschreibung. Der Himmelsdrachenhieb, ja geil. Cool, wie konnte ich den denn übersehen? Also der scheint ja mindestens 2 Folgen lang mir schon zur Verfügung zu stehen, weil ich glaube, schon in der vorletzten Folge habe ich den Hint von euch bekommen. Insofern danke. Den werden wir uns bei nächstbester Gelegenheit auf jeden Fall mal in der Praxis angucken. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was hier abgeht. Sag mal, als ich hier angekommen bin, ne? Da fuhr die Kamera, wie sie das sonst tut, aber nicht einmal über das Dorf. Oder habe ich jetzt nur wieder Gedächtnisschwund? Ich weiß es nicht, weil ich habe gerade überhaupt gar keine Vorstellung, wie es hier aussieht. Boah, ey, was sind das denn für Ananasgebäude hier? Geil, ey, voll das personifizierte Buschleben hier. Also das verdient hier wirklich, das verdient wirklich die Bezeichnung Dorf. Das ist fast schon eher ein Stamm, also wie sagt man, wenn ein Stamm sich irgendwo niederlässt, oder auch wie Nomaden in der Regel hausen, wenn die da ihre Zelte und sowas alles aufschlagen. Daran erinnert mich. Das Lager ist wahrscheinlich jetzt nicht so ganz das richtige Wort, ich weiß es nicht. Wow, deine Hörner sind cool. Ich will auch solche Hörner. Wie bekommt man die? Das sind keine Hörner, das sind Antennen. Damit empfange und sende ich Daten. Antennen? Davon habe ich noch nie gehört, aber ich finde, du bist cool. Oh Gott, wie süß. Der Kleine ist ganz vernarrt in Tio. Die haben auch eine relativ ähnliche Haarfarbe, ne? Schnüffel, schnüffel. Hey, die gehörnte Dame riecht nett. Ich finde sie toll. Meister, was soll ich denn in so einer Situation machen? Es gibt keinen Grund, nach Antworten zu suchen, Tio. Ganz wie du dich fühlst. Okay, irgendwie finde ich das niedlich. Warte. Hey, die gehörnte Dame riecht anders, aber ich finde, sie ist die tollste. Boah, ey, ich mag den Kleinen. Der hat voll den Sinn für Ästhetik und Geschmack. Und ich finde, die könnten fast so ein bisschen Geschwister sein. Guck, jetzt stehen sie quasi nebeneinander. Ja, aber ich mache das halt nur an der Haarfarbe fest, ne? Voll oberflächlich und so. So, Haus 1. Warte mal, ich will erstmal den Aufbau hier checken. Achso, hier geht's noch weiter. Okay, ich glaube, Aufbau checken wird gar nicht so leicht. Ich gehe jetzt doch mal in das Haus rein, weil sonst laufen wir uns hier jeden Weg unnötig oft ab. Wie kommt man denn da oben in die Hängematten, sag mal?
Musst du über deine Alki-Theke da raufklettern oder was? Und warum haben die voll die Ampelfarben? Ich weiß nicht, sind das die Vorreiter für die echten Ampeln, die wir heute kennen? Guck mal, selbst die Sitzkissen haben Ampelfarben. Was ist da los? Ah, Marek, du bist zurück. Oh, und wer ist die junge Dame, die dich begleitet? Deine Gemahlin? Gemahlin? Ha, wie üblich stellst du zu viel Mutmaßung an. Theo ist meine Kameradin. Ach ja, ich finde, ihr gebt ein niedliches Paar ab. Ich bin die Dienerin meines Meisters. Ich bin nicht seine Gemahlin. Ich bin kein echter Mensch. Ja, sie ist halt nur eine Puppe, die er irgendwo mitgenommen hat, weißt du, damit er sich eine Sklavin halten kann. Komm, Marek, hau raus die Wahrheit. Theo, du bist kein Mensch? Das hätte ich nie gedacht, aber was genau ist sie dann? Sie ist ein Automaton, eine Puppe, habe ich doch gesagt, vor langer Zeit für den Kampf zwischen Gut und Böse gebaut. Ein Automaton, diese liebliche Dame? Na sicher, soll ich das etwa glauben? Sie riecht wie ein Mensch. Ryudo hat recht, ich bin ein Automaton. Automaton, ich weiß immer noch nicht, wie die Betonung richtig ist. Theo, du musst ein Mensch sein, du strahlst solch starke Gefühle der Bewunderung für Marek aus, was? Okay, Theo hat im Laufe der Zeit ihr Herz vergessen, deswegen sagt sie solche Dinge. Meister, ich... Wie bitte, vergessen? Naja, wenn sie es nur vergessen hat, dann wird ihr Herz ihr eines Tages gewiss wieder einfallen. Theo, ich hoffe, dass all die Dinge, die du vergessen hast, bald wieder zurückkehren. Nein, du verstehst das falsch. Ich, wie soll ich sagen? Meister, diese Person versteht es nicht. Okay, ich finde, die meint das voll gut. Und ich wette, wenn ihr euch ein Jahr später unterhalten werdet, dann wird Theo vielleicht ein bisschen eher verstehen, was sie hier meint. Aber wir werden sehen. Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Irgendwas zu Theo, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist auch Wurst. So, mit dem kleinen Boy hier haben wir schon gesprochen. Wo geht's denn jetzt überhaupt weiter? Wahrscheinlich, wenn ich zum Oberschaman in diese Hütte da gehe, die bewacht wird, ne? Das ist bestimmt der Spot, wo die Story wieder eskalieren wird. Marek, komm du und die anderen Dorfbewohner zu dieser Säule, um zu beten? Es gibt keine Anbetung in meiner Kultur. Diese Säule wurde nach unserem Ebenbild erschaffen, nicht nach dem eines Gottes. Ich verstehe nicht. Sie sieht euch gar nicht ähnlich. Diese Säule wurde... Achso, ich dachte, er geht jetzt vielleicht darauf ein, aber naja, nee, nach Marek sieht das nicht aus. Aber wer weiß, vielleicht kommt über die Jahre der Schnabel noch und vielleicht wachsen ihm auch Flügel, aber vielleicht hat das damit auch alles nichts zu tun. Warum stehen hier so viele Leute? Guck mal, die warten alle nur darauf, angesprochen zu werden. Die Person da hinten, die Dame, die guckt voll grimmig. Guck mal, als würde aus ihr irgendwann ein Boss erwachsen. So, männlich oder? Ah, du bist weiblich. Hey, dieser Geruch! Ich habe noch nie so jemanden gerochen. Meinst du mich? Rieche ich komisch? Oh nein, du riechst anders, aber nicht komisch. Ich spüre Instabilität. Okay. Wir Wildmenschen können die Gefühle einer Person an ihrem Geruch erkennen, aber nur einfache Gefühle. Die Gefühle des Mädchens riechen nicht komisch, aber nach einer gewissen Art von Instabilität. Ich kann nicht emotional instabil sein, weil ich keine Emotionen habe. Theo, du irrst dich, du hast Gefühle. Ich habe sie gerochen, als wir uns das erste Mal begegneten. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Mädel. Du bist nur etwas anders, das ist alles. Okay. Ich finde das aber interessant, wie die Leute hier so primär auf Theo auch anspringen. Das ist mal was anderes, weil ich finde, dass sie bisher immer sehr weit im Hintergrund war, wenn wir so einen neuen Ort besucht haben. Willkommen, Anan. Ihr seid unsere ersten Besucher seit langer Zeit. Wir heißen euch mit offenen Armen willkommen. Alle scheinen recht freundlich zu sein. Normalerweise sind die Bewohner so abgelegener Dörfer ausgesprochen misstrauisch. Ja, aber wir haben doch Marek im Schlepptau. Ganz ehrlich, die werden nach dem Motto hier leben, Mareks Freunde sind auch unsere Freunde und der wird ja auch eine gewisse Autorität haben, schätze ich mal. Wir leben hier, weil unsere Lebensweise anders ist und nicht, weil wir Fremde hassen. Ah ja. Wir leben in Einklang mit dem Wald. Wir beschützen ihn und er beschützt uns. Wir sind auf natürliche Weise von der Außenwelt abgeschirmt. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht daran interessiert sind, was außerhalb unseres Dorfes geschieht. Wir heißen alle Besucher willkommen. Viele aus diesem Dorf reisen und verlassen die schützenden Ausläufer des Waldes, genau wie ich es getan habe. Unsere Jagd hat viel Beute eingebracht. Wir werden zu Ehren deiner Gruppe ein Festmahl vorbereiten. Ey, die Leute sind ja auch nur am Fressen, oder? Festmahl hier, Festmahl da. Also ich meine, das ist ganz geil, aber nicht im Videospiel. Ich will das bitte im Real Life auch so haben. Weißt du, jeder Tag irgendwie... Zu Ehren dafür, dass du heute eine Stunde früher aufgestanden bist, gibt es ein Festmahl. Danke, dass du heute ein paar Überstunden gemacht hast, dafür gibt es ein Festmahl. Hey, du hast heute 3 Parts geschafft aufzunehmen, dafür gibt es ein Festmahl. Warum geht das nicht so einfach im echten Leben?
Ich weiß es nicht. Sorry für das ganze Gedankengeschweife und so. Irgendwie finde ich diesen NPC hier saucool. Wahrscheinlich auch wieder wegen der Haare. Die vor uns liegende Quelle wird Quelle der Liebe genannt. Willst du wissen, warum? Lange Geschichte. Nein, von Sky kommt genug heiße Luft, beste Antwort. Natürlich wollen wir es hören. Vor langer Zeit lebten unser Ahne Simkam in Abgeschiedenheit. Lebte unser Ahne Simkam in Abgeschiedenheit an einem Ort gleich vor uns. Dann kam eine Dürre und viele starben. Simkam war furchtbar traurig, also grub er einen Brunnen. Er grub und grub, bis seine Hände ganz rau waren. Aber er stieß auf Felsen. Er versuchte, sie zu durchbrechen, aber ohne Erfolg. Er war besiegt. Beim Anblick seines Leids weinten die Wolken. Dann wurde aus diesen Tränen Simnam. Simkam und Simnam vereinten ihre Kräfte. Sie durchbrachen den Stein und stießen auf Wasser. Das Wasser der Quelle hat viele Leben gerettet. Selbst heute versorgt sie uns. Das ist die Geschichte der Quelle der Liebe. Das ist ja cool. Das finde ich, ich fand die auch gar nicht so lang. Ich dachte, dass sie uns jetzt 10 Minuten hier, irgendwie was erzählen will. Und was genau soll das heißen, Ryudo? Weißt du, das Problem mit dir ist... Geht das schon wieder los? Mann, ich wollte, dass er seine Gedanken zu Ende ausspricht, aber okay. So, die Quelle werden wir heute mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch aufsuchen. Okay, warte mal, hier habe ich jetzt mit allen gesprochen. Bist du Haus 2? Jawohl. Wir wollen jetzt mal schön chronologisch bleiben, ne? Zumindest da, wo es der Orientierung zuträglich bleibt. Ach, guck mal, dieser eine NPC, den ich gerade so cool fand, die sieht ja genauso aus. Die Sprites, die sind jetzt nicht immer komplett unterschiedlich. Marek, du kleiner Teufel, du! Wo hast du denn so eine hübsche Dame gefunden? Wie alle davon ausgehen, dass Tio die Freundin ist. Also, ganz ehrlich, wenn ich als Außenstehende die beiden so sehen würde, ich meine, die laufen ja nicht händchenhaltend rum, sie wirft ihm wahrscheinlich keine schmachtenden Blicke zu, er auch nicht. Wie kommen die denn darauf, dass die ein Paar sind? Nur weil die nebeneinander laufen, oder was? Kleiner Teufel, Meister, was meint diese Person damit? Meister Marek, lässt du dich etwa so von ihr nennen? Das klingt so pervers, ne? Nein, ich habe sie wiederholt gebeten, mich Marek zu nennen, aber sie besteht darauf, mich mit Meister anzusprechen. Tio, warum nennst du Marek Meister? Warum? Weil Marek mein Meister ist, deswegen. Ja, aber Marek und du, ihr seid doch Freunde, oder Tio? Also solltest du ihn einfach Marek nennen. Alle Lebewesen sind Freunde, nicht nur Menschen, auch Pflanzen und Tiere. Wir alle helfen einander. Heißt das, dass alle einander ebenbürtig sind? Niemand steht über den anderen? Ganz genau, deswegen finde ich, niemand sollte einen anderen Meister nennen. Aber Marek ist mein Meister. Oh, Tio, ey, du wirst das auch irgendwann noch lernen, hoffentlich. Tio, ich finde, es gibt keinen Grund, warum du Marek Meister nennen solltest. Ich bin gespannt, ob sich das im Laufe des Spiels noch ändern wird oder ob wir das Spiel wirklich abschließen mit den letzten Meisterworten quasi in Mareks Richtung. Also zuallererst hoffe ich natürlich, dass alle Beteiligten das irgendwie überleben. Ne? Man weiß ja nicht, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Aber am ehesten mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen um Elena, weil ich durch dieses ganze Wechselspiel Millennia, Elena so ein bisschen die Befürchtung habe, dass man am Ende entweder eine Entscheidung treffen muss oder das Spiel entweder die eine oder die andere am Leben lässt. Aber mal gucken. Na sowas, Marek, du hast Gäste mitgebracht. Das bedeutet, dass wir heute Nacht... Flüster? Das ist das erste Mal seit langem. Das erste Mal, was? Oh Mann. Marek, ich hoffe, ihr habt hier nicht die Sitte, Neuankömmlinge zu verspeisen. Landen wir auf dem Teller? Es mutet aber schon so ein bisschen wie so ein Kannibalendorf an, ne? Auch wenn das voll gemein den Leuten gegenüber ist. Natürlich nicht. Das bedeutet, oh, lasst euch heute Abend überraschen. Okay. Gäste von Marek, wir haben nur wenig, aber alles, was wir haben, gehört euch. Bitte kommt und lasst es euch gut gehen. Marek, schnell, sag es dem Dorfältesten. Ich werde, du weißt schon, vorbereiten. Oh, ich kann es kaum erwarten. Marek, wovon redet er denn? Alle scheinen wegen irgendetwas richtig aufgeregt zu sein. Elena, ich habe meine Heimat vor vielen Jahreszeiten verlassen. Auch ich weiß nicht, wovon er redet. Ich habe es vergessen. Ja, ja. Das glaube ich dir jetzt aber gerade auch nicht. Na gut, dann bin ich diesmal ein bisschen gespannt aufs Fest. Ich mag ja keine Videospielfeste, aber hier, na mal gucken, was da noch kommt. Marek ist also zurückgekehrt. Ich wusste, dass er wiederkommt. Der Wind hat es mir erzählt. Der Wind hat es dir erzählt? Willst du damit sagen, dass du und der Wind miteinander redet? Ja, der Wind ist der Meister für den Tio, weißt du? Nein, nein, damit will ich sagen, dass mir der Wind den Mareks Geruch zugetragen hat.
Hey, dass mir der Wind den Mareks Geruch zugetragen hat. Bestes Deutsch, allerbestes Deutsch wieder mal. Marek, konntest du den Dämon vernichten, der unser Dorf heimgesucht hat? Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Er ist bezwungen, doch meine Reise ist noch nicht zu Ende. Ich spüre noch Unheil im Wind. Du spürst etwas? Was meinst du damit, Marek? Der Wind trägt mir Gerüche und Klänge zu, hat aber auch eine eigene Stimme. Man muss lernen, der Welt um einen herum zuzuhören. Du sprichst die Wahrheit, Marek. Ich wünschte, ich könnte eine Reise unternehmen, um wie du die Fülle des Lebens zu erfahren. Ja, ist nicht nur mit Vorzügen verbunden, aber ich kann schon verstehen, dass er da so ein bisschen neidisch ist. Guckt, was ich gemacht habe. Ich habe einen Haufen Steine gesammelt. Ich dachte, der sagt jetzt, ich habe einen Haufen gelegt, aber vergesst, was ich gerade gesagt habe. Warum brauchst du so viele? Sie sehen alle gleich aus. Sie sind nicht gleich. Der ist zum Wäschewaschen, der zum Nüsseknacken. Steine sehen vielleicht ähnlich aus, aber sind aber alle anders und jeder hat eine andere Bestimmung. Genauso ist es mit Leuten. Ich sammle Steine, die alle benutzen können. Das ist meine Bestimmung. Mutter kocht, Vater jagt. Ich sammle Steine. Jetzt verstehe ich. In einem Dorf macht jeder, was er am besten kann. Er sammelt Steine. Richtig, das Land ist unsere große Mutter. Wir sind ihre Kinder. Nichts und niemand in ihren großen Armen ist überflüssig. Ich sammle Steine, die alle... Okay, hier wiederholt er sich. Ja, interessant. Ist auf jeden Fall so eine Selbstversorgermentalität, die irgendwie ganz schön reizvoll ist. Es gibt ja vereinzelt auch Real-Life-Menschen, die auf diese Art und Weise leben. Und ich kann den Reiz dahinter auch irgendwie nachempfinden. Also so ganz abwegig finde ich das, was hier die Leute machen, nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde es gut, dass sie hier keinem Gott oder sowas huldigen. Aber das habe ich in einer anderen Folge ja auch schon mal erwähnt. Oh, mein Rücken tut so weh. Hey, ein Besucher, willkommen. Seh dich ruhig um. Oh, mein Rücken. Geht es dir gut? Mach dir bitte wegen uns keine Umstände. Ruh dich aus, überanstreng dich nicht. Oh, wie peinlich. Ich habe mir schon wieder den Rücken verletzt, als ich neulich zum großen Riss gegangen bin. Untersuchst du immer noch den großen Riss? Du weißt doch, Argo, das Gebiet ist unberechenbar wie ein in die Enge getriebener Dachs. Bester Vergleich. Argo, da muss ich ja direkt an Magna Carta 2 denken. Kennt irgendjemand von euch das Spiel? War ein relativ cooler Charakter, finde ich. Marek, ich weiß, dass der große Riss gefährlich ist, aber deswegen müssen wir ihn im Auge behalten. Argo, du änderst dich wirklich nie. Sei nur einfach vorsichtig. Hey Marek, was genau ist eigentlich der große Riss? Man nennt ihn auch Wald ohne Wiederkehr. Dort drin sind alle Sinne betäubt. Man verirrt sich und findet nicht mehr heraus. Okay, ich weiß, dass der große Riss gefährlich ist. Deswegen haben wir ihn immer gefürchtet. Aber genau deswegen müssen wir ihn im Auge behalten. Aber ouch, mein Rücken bringt mich noch um. Okay, ich glaube, du bist auf jeden Fall nicht der Richtige, zumindest momentan nicht, um dem weiter auf den Grund zu gehen. Aber es könnte sein, dass das vielleicht unser nächstes Ziel sein wird, ne? Ist ja irgendwie naheliegend. So, wir haben schon gesprochen. Ah ja, das ist der uns mit, da stand gerade was von Sitte. Kannten wir das schon? Ja, ich glaube ja. Der ganze Dialog, der beginnt jetzt wieder von vorne. Warte mal, das war gerade Haus 3. Bist du eventuell Haus 4? Okay, das war gerade ein sehr merkwürdiges Geräusch. Mareks Haus, okay. Warte mal, Mareks Haus will ich erstmal auch außen vor lassen. Das hier ist der, das Haufenkind. Das Haufenkind klingt auch irgendwie komisch, ne? Aber ich muss mir doch Eselsbrücke bauen, da kommen manchmal komische Stilblüten zustande. So, haben wir jetzt überhaupt noch hier irgendwo ein Haus 4? Was bewachst du? Warte mal, ich guck mal erstmal. Oder ist hier vielleicht der richtige Weg? Hä? Ach, da komme ich gar nicht rein. Das ist bestimmt irgendwie so das Lagerhaus der Leute hier, oder? Verzeihung, Besucher, du darfst nicht hinein. Ich bin Wack. Das Bewachen der Hütte ist meine Bestimmung, verstehst du? Sie sieht wie eine gewöhnliche Hütte aus. Was ist darin? Etwas Gefährliches. Der Dorfälteste erlaubt nur denen, die mutig genug sind, sich ihrem Schicksal zu stellen. Aha. Ich bezweifle sogar, dass Marek unbeschadet herauskommen würde. So gefährlich ist es da drin. Wenn es so gefährlich ist, warum lasst ihr sie dann in der Dorfmitte stehen? Sie sollte wirklich woanders hin. Wir müssen jeden davon abhalten, diese Hütte zu betreten. So gefährlich ist sie und deshalb stehe ich, Wack, hier Wache. Besucher, fordere das Schicksal nicht heraus. Da drin lauert Gefahr.
Wenn sie so gefährlich ist, kannst du dann in ihrer Nähe sicher sein? Natürlich nicht, aber es ist meine Bestimmung, diese Hütte zu bewachen, also tue ich das. Okay. Also so langsam machen mich die Geheimnisse dieses Dorfes ein bisschen neugierig. Was soll denn da drin bitte sein? Marek, du bist wirklich zurück. Ich muss es den anderen sagen. Ich glaube, die wissen das alle schon. Ach ja, anscheinend ist unser Marek bei den kleinen Kindern hier sehr beliebt. Davon kannst du ausgehen. Marek ist eine Legende im Dorf, unser mächtigster Krieger. Alle wollen wie Marek sein. Du möchtest Mareks Schüler sein, stimmt's? Deshalb bist du mit ihm unterwegs, oder? Ich umarme nicht genügend Bäume, um Mareks Schüler zu sein. Das ist voll böse. Er ist vielleicht weiser, aber manchmal redet er verrücktes Zeug. Ach, egal. Ja, Ryudo, genau wie du, könnte man meinen. Du hast Glück. Ich wünschte, er würde mich mitnehmen und mir sagen, ich soll meinen eigenen Weg finden. Ihr habt ja so ein Glück, dass ihr Marek auf seiner Reise begleiten dürft. Ja, ich bin auch sehr glücklich, dass er uns begleitet. Ich möchte ihn auch nicht mehr missen. Ich habe wirklich gedacht, nachdem wir diese Storyline mit Melfis abgeschlossen haben, in Anführungsstrichen, dass Marek uns verlässt. Aber siehe da, er ist noch bei uns. Hier ist eine Windmühle. Okay. Marek, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Noch dazu mit Freunden. Du hattest in der Tat eine gute Reise. Obwohl meine Reise noch nicht zu Ende ist, weiß ich, dass ich mit der Hilfe meiner Freunde jede Prüfung bestehen kann. Ah, das müssen wahre Freunde sein, wenn du so sehr an sie glaubst. Willkommen, Freunde von Marek. Dankeschön. Ah, Freunde von Marek, euer Geruch strotzt vor Lebenskraft. Eure Reise muss sehr angenehm gewesen sein. Ich schätze, die Antwort hängt davon ab, was du unter angenehm verstehst. Das ist harte Arbeit und sie ist noch nicht vorbei. Na, dann habt ihr ja nichts zu befürchten. Wenn ihr wisst, was ihr tun müsst, genießt unterwegs einfach das Leben. Das werden wir, Kumpel, das werden wir. Ihr habt keinen Grund zur Eile, da ihr ja bereits wisst, was ihr tun müsst. Manchmal muss man geduldig warten, so wie die Windmühle auf den Wind wartet. Ruht euch gut aus, bevor ihr weitergeht. Aha, das werden wir tun. Habe ich hier eigentlich schon mal übernachtet? Nee, ich war nur zum Speichern da. Ich muss mal gucken, ob wir hier auch zu Abend essen können und so. Was für eine tolle Windmühle. Dieser Ort ist anders als Sangtheim, aber er ist schön. Marek, ist sie vollständig aus Holz gebaut? Ja, die Windmühle ist sogar aus einem einzigen Baum gearbeitet. Kein Scherz. Hey, warte, das ist ein ziemlich beeindruckendes Werk, oder? Ja. Könnte man sagen. Diese Windmühle wurde aus einem einzigen Baum geschnitzt, der einst hier wuchs. Warum wurde die Windmühle so gefertigt? Das ist ja sehr umständlich. Die Überzeugungen meiner Kultur beruhen darauf, dass wir alles so natürlich wie möglich belassen. Also quasi so ein richtiges Ökodorf. Diese riesige Windmühle wurde aus einem einzigen Baum geschnitzt, der hier gewachsen ist. Das ist fantastisch. Boah, also wenn sogar Ryudo begeistert ist, dann will das schon was heißen. Aber gut, der ist eigentlich begeisterungsfähig. Aber der ist halt auch sehr desinteressiert. Der hat halt keine Grauzone. Also entweder er ist irgendwie Feuer und Flamme für irgendwas oder es juckt ihn halt überhaupt nicht. Eigentlich so ein bisschen wie bei mir. Also so ein ganz kleines bisschen kann ich mich damit connecten, sage ich mal. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Warte mal, das heißt aber, wir haben jetzt hier Tatsache kein Haus 4, ne? Oder habe ich was übersehen? Nee, da waren wir drin. Okay, das heißt, ich habe da wahrscheinlich die Schamanenhütte, ich habe die Weberhütte und ich habe noch Mareks Haus offen. Ich fange jetzt einfach mal hier an und gucke mal, was hier passiert. Boah, ist das bunt hier. Holy moly. Also wohl würde ich mich hier nicht fühlen. Ist mir einfach zu viel Farbüberfluss, aber eine Katze würde sich hier wohlfühlen. Das ist niemals eine Katze in dieses Zelt. Ich glaube, das könnte sehr interessante Konsequenzen nach sich ziehen. Rot, 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 rot. Ich suche eine strahlende rote Julie. Julie? Julie? Keine Ahnung. Ich weiß, ich kann das gar nicht einordnen gerade. Julie, Julie, Julie. Oder Julie, Julie, Julie. Wo bist du? Hab dich gefunden. Ups, wieder falsch. Das ist eine orangefarbene Sadie, Sadie. Boah, ich blamier mich gerade voll, ne? Was sind das alles für Wörter? Keine Ahnung. Ach, weh. Jede Mia-Raupe produziert Seide in einer anderen Farbe. Selbst Experten finden nicht immer die richtige Raupe für die richtige Farbe. Aha. Komm raus, kleine Julie, komm raus. Ich muss wohl meine Geheimtechnik anwenden. weißt du etwas, was die anderen nicht wissen? Pass mal auf. Oh, Julie, komm raus, wo auch immer du bist. Puh, hast du mich erschreckt.
Da bist du ja, Julie. Ist schon in Ordnung. Komm, du musst keine Angst haben. Verdammt, deine Stimme würde selbst Walmer so sehr erschrecken, dass er das Böse sein vergisst. Wir sollten sie in unser Team nehmen. Ist das überhaupt eine Sie? Ich weiß nicht. Ah, da bist du ja, Julie. Ist schon in Ordnung. Komm, du musst keine Angst haben. Verdammt, deine Stimme würde selbst... Das hier kennen wir schon. Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Vielleicht ruft sie sogar gerade nach einer Katze oder... Ich war keiner. Irgendwie habe ich den Dialog gerade nicht verstanden. Ist der Stoff nicht wunderschön? Ich habe ihn aus der Seide der kleinen Mia-Raupen hier gewebt. Meine Güte, der ist wirklich wunderschön, so strahlend und glänzend. Farbe und Glanz der Seide, die diese Raupen produzieren, hängen davon ab, welche Laune die Raupe dabei hat. Okay, Mia-Raupen sind alles andere als pflegeleicht. Ich muss dafür sorgen, dass sie immer gut gelaunt sind. Wenn die kleinen Kerlchen schlecht drauf sind, dann Obacht. Da bekommt man so viele verschiedene Farben, dass ein Regenbogen vor Neid erblasst. Okay, hast du die große Mia-Raupe auf dem Dach des Schuppens gesehen? Das ist die Mutter. Der Schuppen ist ein Kokon, den sie gesponnen hat. Okay. Dieser Schuppen ist ein Kokon. Wow, das ist ja schräg. Die Seide einer Mutterraupe ist nicht weich und glänzend, sondern dick und fest. Sie spinnt daraus einen Kokon, um die Jungen zu schützen. Ich werde heute ein wenig guten Stoff weben. Aha. Also du bist diejenige, die hier den guten Stoff im Dorf vertickt. Alles klar. Du bist quasi der Dealer. Der Dealer in Mareks Heimat, kann man so sagen, oder? Ach stimmt, da oben, guckt mal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Irgendwie sehr strange. So ein bisschen, ne? Aber ich finde diesen Ort irgendwie saucool. Der gefällt mir. Der ist auch nicht so unübersichtlich, wie ich anfangs befürchtet hatte. So, gehen wir jetzt zu Mareks Haus oder gehen wir dahin? Oder gehe ich erstmal nochmal wegen Übernachtung gucken? Warte mal, das können wir ja ganz kurz abchecken. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen 50-50 eingestellt, ob Mareks Haus oder diese andere Hütte hier richtig sein könnte. Übernachten kann ich nicht. Das finde ich erstmal gut, weil das als Option dann wegfällt. So, was mache ich jetzt? Für diejenigen unter euch, die wissen, wo es weitergeht, die werden sich jetzt wahrscheinlich wieder voll ein ablachen, aber ich bin gerade hin und her gerissen. Ich würde tendenziell aber eher zu Mareks Haus gehen und das mache ich jetzt auch. Bitte nicht eskalieren. Erzähl uns gerne sehr viel, aber bitte nicht die Story jetzt. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Das ist also Mareks Butze. Hauptsache erstmal schön so Riesenäxte, wobei das sind... Das könnte auch so eine... Ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese... aussieht wie so eine helle Bade mit so einem scharfen Axtding da oben dran. Keine Ahnung. Diese Stangenwaffen, die man halt auch aus anderen Spielen kennt. Kein Plan. Ich habe keine Ahnung von Waffen. Ich gehe wieder raus, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verheddere. Aber wie er einfach gar nichts gesagt hat, ja. Er hätte ja wenigstens sagen können, wo er seine Schlüpper hier versteckt und was so seine Wohnung ausmacht, seine Behausung und so. Aber na gut, vielleicht kommt das noch. So, wer bist du? Bist du jetzt schon direkt der Älteste oder bist du nur sein Bewacher? Da ist er, da steht's, schwarz auf weiß. Du bist also zurück, Marek. Ja, voll die falsche Stimme. Gut, aber die Gefahr der Vernichtung ist noch nicht vorüber. Das ist nicht unbedingt so. Was? Was meinst du? Das ist eine lange Geschichte. Ich verstehe, komm rein, deine Gefährten dürfen ebenfalls eintreten. Dankeschön, das ist sehr freundlich, Herr Ältester. Oh, hier sieht's auch interessant aus. Alles so quietschebunt, ne? Mir wäre das viel zu penetrant. Aber das ist so ein bisschen auch die Grandia-Welt, ne? Und deren Merkmal. Du suchst nach diesem heiligen Schwert, Riodo, so heißt du doch, nicht wahr? Beantwortest du mir eine Frage? Schieß los. Warum suchst du nach dem Schwert? Dann hau raus. Das wird aber ein bisschen dauern, wenn er alles erzählt. Vielleicht, weil ich bisher einfach rein gar nichts wusste. Wie meinst du das? Ich laufe schon mein ganzes Leben vor Problemen weg und versteckte mich hinter Pflichten. Ich habe nie innegehalten und nachgedacht. Aber ich will nicht mehr weglaufen. Ich will fühlen, was um mich herum geschieht. Ich war schon viel zu lange wie betäubt. Auch wir glauben, dass man das Leben fühlen muss. Vielleicht fühlst auch du, dass nicht alles Licht gut ist und nicht alle Finsternis böse.
Das Thema hatten wir ja in der letzten Folge so ein bisschen, ne? Diese Thematik hat ja sogar den Videotitel geprägt in der letzten Folge, falls ihr euch erinnert. Du hast dich wahrscheinlich allein gefühlt. Das bist du nicht. Mein Volk erfreut sich nicht an Göttern, sondern am Segen eines starken Herzens. Und dafür liebe ich euer Volk. Das ist, glaube ich, bisher mein Lieblingsvolk aus dem ganzen Spiel hier. Keine Finsternis, kein Licht, Gefühle? Ich verstehe es nicht. Das muss für sie ja besonders schwer zu greifen sein, ne? Weil die sich sehr stark auf Intuition und Gefühle halt verlassen. Und das ist, was für Tio halt so fremd ist. Also kann mir schon vorstellen, dass das wie so ein Buch mit 7 Siegeln für sie sein muss. Das ist doch lächerlich, weil Ma existiert wirklich. Hat die Finsternis nicht von eben diesem Dorfbesitz ergriffen? Weimar versucht, diese Welt zu zerstören, dessen bin ich mir absolut sicher. Aber das streitet er doch auch gar nicht ab mit dem, was er gerade gesagt hat. Elena, du bist hier nicht in der Kirche. Ja, genau, setzen Sie sich wieder, junge Frau. Es tut mir leid, meine Worte waren unbedacht. Danke. So, Ältester, Dinge, die jenseits unseres Wissens liegen, werden immer rastloser drängen in unsere Welt. Ich habe schon an vielen Orten den Gestank des aufziehenden Albtraums gerochen. Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen. Ryodo wird das nicht tun und ich auch nicht. Ich verstehe, dann solltest du ihnen helfen. In der Not muss man sich gegenseitig helfen. Wahre Worte, ich will diese Sache zum Abschluss bringen. Sehr gut, das heißt, du bleibst bis zum Ende. Aber was ist mit deinen Gästen? Macht es ihnen etwas aus, bis morgen zu bleiben? Mir macht es nichts aus. Irgendwann müssen wir ja auch mal schlafen, ne? Gut, es ist bald Zeit, das Festmahl vorzubereiten und es wäre ein Jammer, euch nicht dabei zu haben. Marek, du hast deine Aufgabe gut erledigt. Du hast uns von unserem Leid erlöst. Dieses Festmahl wird dir zu Ehren abgehalten. Bin ich voll dafür. Brauchen wir eine Einladung? Wenn ihr Mareks Freunde seid, seid ihr auch unsere Freunde. Kommt, amüsiert euch. Ach ja, ich wollte fragen, ob ich diese 2 um einen Gefallen bitten darf. Ältester, Sie sollten diese Bitte nicht aus deinem Mund vernehmen. Gestatte mir, sie an deiner Stadt vorzutragen. Kann ich auch helfen? Nein, nein, Marek, du bist zwar unbezwingbar, aber doch nicht für alle Aufgaben geeignet. Bitte geh zum Marktplatz. Wie du wünschst. Ich werde dort auf euch warten, Tio. Tio, wir gehen zusammen. Boah, ich sollte mal die Satzzeichen besser erfassen hier. Ja, Meister. Marek will nur, dass die Gerüchte hier immer weiter gesponnen werden, ne? Von wegen Meister und so. Niemand im Dorf kann diese Aufgabe übernehmen, sonst würde ich euch 2 niemals fragen. Mir ist es recht. Ja, ich helfe auch sehr gerne. Gut, freut mich zu hören. Ich zähle auf euch. Okay, wir als Spieler erfahren jetzt nicht, worum es konkret geht, oder was? Das ist ja gemein. Ach doch, jetzt. Dieser Ort ist nur zu Festzeiten geöffnet. Ryodo und Elena, was ich verlange, erfordert Mut und Entschlossenheit. Von denen, die hier hineingingen, sind viele umgekommen. Deshalb bitten wir nur um Hilfe, wer körperliche und geistige Stärke besitzt und Glück. Aber ich vertraue auf euch. Achso, das sind 2 verschiedene Leute, egal. Ihr müsst standhaft sein, um einzutreten. Ryodo, erweist du uns die Ehre? Boah, ey, wie wir jetzt voll in die Todeskammer gelotst werden. Er fragt mit solcher Sorge. Darf ich vorher bitte speichern? Was passiert denn da jetzt? Klar, ich kann schlecht Nein sagen. Danke, Ryodo, danke. Bitte betritt den verbotenen Raum. Ich will vorher speichern, ich habe Angst. Ich will keinen Bosskampf nur mit den beiden machen müssen. Um die Hütte zu betreten, muss man über herausragende Intelligenz, Stärke und Glück verfügen. Okay, ich bin raus. Ich weiß. Mhm. Du besitzt all diese Qualitäten. Ich weiß es, denn ich bin Wack, Wächter der Hütte. Na schön, nichts für ungut, aber das beruhigt mich jetzt nicht. Ich werde mein Bestes geben, um dem gerecht zu werden. Nur wer über Intelligenz... Okay, hier wiederholt er sich. Ich weiß. Bester Fehler. Die verbotene Hütte ist da drüben. Jetzt schnell, geht hinein. Warum drängelst du uns so, deine Hütte zu betreten? Komm, Ryodo, wir sollten aus Respekt hineingehen. Wir finden heraus, was darin ist, wenn wir drin sind. Das werden wir wohl. Gut, es kann losgehen. Okay, warte mal. Trotzdem sagt Dorfältester. Ja, was gibt's? Was ist da wohl drin?
Kann ich dir nicht sagen. Hast du Angst, sie zu betreten? Nein, ich habe keine Angst. Ich war nur neugierig, das ist alles. Wenn du uns nichts darüber sagen kannst, auch gut. Ja, jetzt geht bitte hinein. Komm, frag ihn noch ein 10. Mal, was da drin ist, Ryudo. Also dann bitte geht in die Hütte. Machen wir gleich. Wohin gehst du, mein Freund? Willst du die Hütte nicht betreten? Immer mit der Ruhe, Kumpel. Na, Ryudo, wir sollten tun, was er wünscht. Wohin gehst du, mein Freund? Willst du... Achso, das ist hier wiederholt er sich. Okay, darf ich... Oh, guck mal, wie niedlich. Oh. Ich finde es irgendwie gerade voll herzerwärmend hier. Willst du, dass ich helfe? Nein, ist schon gut, Theo. Wir haben nicht die geringste Ahnung, was sie von uns wollen. Bist du sicher, dass ich nicht irgendwie helfen kann? Ja, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt bist du erstmal außen vor. Genieß deine freie Zeit, alles ist gut. Etwas hier ist merkwürdig. Was geht im Dorf vor sich? Alle scheinen wegen etwas sehr aufgeregt zu sein. Du weißt es nicht, du kommst doch von hier, oder? Was haben sie mit uns vor? Ryudo, ich habe das Dorf vor vielen Jahren verlassen und mich auf den Weg gemacht. Ich habe wohl meine eigenen Bräuche vergessen. Ich kann heute nicht richtig lesen, es tut mir leid. Etwas hier ist merkwürdig, was geht im Dorf vor sich? Alle scheinen wegen etwas sehr aufgeregt zu sein. Okay, ja, inklusive mir. Es muss eine Art Geheimnis in der Hütte geben, deshalb haben uns die Erwachsenen ferngehalten. Ja, jetzt wo du es sagst, niemand hat je gesagt, was sich darin befindet. Ich kann versprechen, es sind keine ausgesetzten Kätzchen, verhungernden Kinder, weggelaufenen Welpen. Es muss eine Art Geheimnis. Okay. Ich weiß es nicht. Oh Leute, ihr werdet mich richtig hassen, ne? Aber wir werden das erst am Anfang der nächsten Folge genauer rausfinden. Wer die Hütte betritt, braucht eine ungeheure Willenskraft, um sie wieder verlassen zu können. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es kann nicht schlimmer sein, als das Blutbad, in das Sky und ich vor einigen Jahren verwickelt wurden. Ich verstehe, warum Marek so viel von dir hält. Du bist so voller Selbstvertrauen. Tja, also, ich glaube, du lässt dich manipulieren, Ryudo. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Da Marek so große Stücke auf dich hält, bin ich davon überzeugt, dass du herauskommen wirst. Viel Glück! Ja, aber ganz ehrlich, die würden doch jetzt nicht riskieren, Ryudo und Elena, zwei der engsten Freunde vom großen Marek, dem Tod auszusetzen, oder? Es ist Zeit, zeig uns den Mut, den Marek in dir gesehen hat. Sag mal, was ist denn in dieser Hütte? Eine Falle? Ein Monster? Gewissermaßen ist es eine Art Monster, ja, aber das musst du selbst herausfinden. Okay, es ist Zeit, zeig uns den Mut, den Marek in dir gesehen hat. Ja, weißt du was? Alles und jeder hatte eine Bestimmung. Bis jetzt hatte ich keine Ahnung, wozu die Hütte da ist. Also freue ich mich richtig darauf, es zu erfahren. Ja, wenn wir da lebend wieder rauskommen, ne? Hihi, na dann sollten wir wohl einfach mal hineingehen und nachschauen. Eins nach dem anderen, aber wenn du wirklich hinein willst, dann gehe ich mit dir. Bis jetzt hatte ich keine Ahnung, wozu die Hütte da ist. Jetzt finden wir es raus, bla blub, okay. Ja, ich weiß es nicht. Also meine Vermutung ist... Warte mal, das Thema hier hatten wir schon. Ist jetzt da drin irgendwas? Ich meine, in den Häusern findet man ja eh in den seltensten Fällen, oh, irgendwas, womit man interagieren kann. So viel zu dem Thema. Auf dieser Tafel steht etwas. Kenne das uralte Lied, das auf dieser Tafel geschrieben steht. Das Lied geht so. Lob sei der Dämmerung, dem wunderschönen Geist, dem Tanz der Erde. Spüre den mächtigen Wind des Mutes. Lass die irdische Milch, die himmlischen Küsse und die Tränen der Freude fließen. In winzigen Samen liegt grenzenlose Hoffnung. Pflüge eine einzige Straße, eine neue Straße. Frohlocke, dass du 1 Million Getreidekörner ernten kannst, die Körner des Schicksals. Singe, dass das Lied unseres Volkes überdauert und warmes Schwert und Tür der Hoffnung ist. Ganz nach deinem Geschmack, oder, Elena? Ja, vielleicht lerne ich es irgendwann, wenn unsere Arbeit geschafft ist. Ja, aber wollen die nicht, oder? Ist das jetzt neu? Lob sei der Dämmerung, dem wunderschönen Gebiet, Geist, im Tanz der Erde spüre. Ja, das ist nochmal genau das Gleiche, okay. Ich verstehe nur gerade nicht, also ich meine, klar, die lesen da einen Text, aber die wissen doch nicht, wie die Melodie dazu klingt. Es sei denn, da lagen jetzt Notenblätter mit bei und sie ist imstande, das irgendwie lesen zu können. Keine Ahnung. So, aber gut, dann haben wir das Lied jetzt kennengelernt. Das heißt, wenn das große Fest anbricht, sind wir voll textsicher. Wenn sie sich das eingesteckt haben und heimlich dann irgendwie ablesen können.
Gut, ihr Lieben, ich glaube, ich brauche uns allen jetzt nicht nochmal zusammenzufassen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir werden diese ominöse Hütte besuchen und gucken, was uns da erwartet. Ich werde das Ding hier vorher abspeichern. Und dann wird es beim nächsten Mal wahrscheinlich auch das große Fest geben. Auf beides freue ich mich sehr. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!